Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Spiel macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Wenn es euch auch Spaß macht, lasst den Like da, lasst den Abo da und vergesst den Kommentar nicht. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Teil und damit let's go. So, wir haben uns im letzten Video natürlich uns die dicken Wintersachen angezogen, weil der Winter hier ganz schön hartnäckig ist und die Kälte ganz schön beißt. So. Diese Folge ist natürlich... Was mache ich diese Folge eigentlich? Was habe ich vor? Ich habe wieder ein paar Gebäude freigeschaltet und werde mal gucken, was wir jetzt alles so herstellen können. Wir könnten auf jeden Fall eine Schmiede bauen oder eine Küche. Eine Küche wäre, glaube ich, gut, um das ganze Fleisch zu braten, was wir bis jetzt gefarmt haben. Genau, wir haben Fleisch gebaut. Ansonsten... Wüsste ich jetzt erstmal nicht, was wir noch, den Rest haben wir ja. Feldschuppen bauen wir erst. Ob Feldschuppen können wir eigentlich jetzt schon bauen. Damit wir im Frühjahr richtig reinzacken können. So. Ein kleines Feldschüppchen. Vielleicht hier so hin. Wir brauchen Steine für ein Fundament. Im Winter sieht man die Steine immer richtig gut, finde ich. Natürlich habe ich meinen Hammer kaputt gemacht. Ich guck mal, wir haben ja sehr, sehr viel Holz gefarmt. Dass ich ein bisschen Holz aus dem Lager nehme. So, Feldschuppen ist fertig. Verwaltung der Felder. Ja, das kennen wir alles schon. Ich bin ja hier kein Neuling in dem Game. So, ich würde jetzt einfach nochmal... Da jetzt hier haben wir ja ein ziemlich massives Feld, würde ich sagen. Jetzt legen wir hier nochmal ein zweites Feld an. An den Feldschuppen ran. So. Ja. Na, da können wir erstmal wieder mit der Holzhacke arbeiten. Bis er wieder kaputt ist. Und auf jeden Fall ein neues Level in Landwirtschaft. Landwirtschaft Wissen. Geschickter Landwirt. 25% Chance, ein zusätzliches Getreide auf Feldern zu ernten. Ah, okay. Ich mache aber erstmal landwirtschaftliches Wissen. Da kriegen wir halt mehr Erfahrung. Wie bei den anderen Leveln auch. Ich glaube, das macht Sinn. Also ich würde hier vorne erstmal nur Gemüsefelder machen. Ja. Und später dann Getreidefelder. Zweite Holzhacke. Erste ist schon down. Achso, warte mal. Ich sehe gerade in der Verwaltung, dass irgendwo der Holzschuppen braucht wieder extra. Ich mache mal kurz ein paar. So, ab wieder mit den Äxten in das Lager. Hier, 4 Stück. Have fun! Und wir arbeiten weiter am Feld. Ich glaube, Kohl war das, was wir zweimal im Jahr pflanzen konnten. Und da werden wir auf jeden Fall ein Feld voll mit Kohl machen. Dass wir das im Frühjahr gleich aussehen können. Eigentlich bräuchten wir einen Typen, der Landwirtschaft kann. Ne? Weil wir haben jetzt in dem einen Haus, in dem großen auf den Stelzen, haben wir jetzt eine Frau drin. Und die bräuchte ja noch einen Mann. Und es macht natürlich Sinn, da einen Mann zu nehmen, der gleich für die Landwirtschaft hier verantwortlich ist. Ja. Und einfach hier schon so ein bisschen mitarbeitet. Mir fehlen Stöcke. So, Feld ist fertig. Das zweite. Und ach, ich glaube, ich würde noch gern sehen, wie der Zaun hier fertig wird. Den ich hier gemacht habe. Da vorne ist wieder ein Bär. Er ist wieder gerespawnt. Sollten wir uns mit dem Bären anlegen? Versuch's. Getroffen. Oh, es sind zwei. Es sind einfach zwei. Es sind einfach zwei. Das ist nicht gut. Also doch schon, aber also ressourcentechnisch ist das gut, aber
habe Angst, dass ich gleich keine Pfeile mehr habe. Noch 3 Pfeile. Der hier vorne sieht aus, als ob er näher kommt. Oha. Oha. Keine Pfeile mehr. Okay, er lässt ab. Aber ich brauche Pfeile. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo sind meine Pfeile hin? Habe ich wirklich keine Pfeile mehr? Ja, komm, dann lass das mit dem Bären. Ha. Dann lieber doch keine Bären. Da muss ich also wieder Pfeile looten. Oder Pfeile craften. Auf jeden Fall reichen die Ressourcen hier für den Zaun. Ich habe übrigens eingestellt, dass ich schnell bauen und schnell handwerken drin habe, weil das mir einfach sonst zu lange dauert für die Aufnahme. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe dann halt einfach sehr, sehr viel Aufnahme, wo ich einfach nichts quatsche und was ich eh rausschneide. Und deswegen habe ich jetzt schnell bauen und schnell handwerken drin. Das heißt einfach nur eine Zeitersparnis, ne? Also ich baue jetzt hier nicht ewig an dem Zaun, sondern drücke einfach mal einmal drauf und dann ist der gebaut. Ich verbrauche aber trotzdem die Stöcke. Und das gleiche ist mit dem Kochen oder mit irgendwelchen handwerklichen Sachen oder so. Seht es mir nach, es ist einfach für mich ein bisschen Luxus, dass ich nicht so viel Material beim Schneiden habe und dass ihr einfach, ja, dass es einfach ein bisschen schneller geht. Wisst ihr, was ich meine? So, gehen wir mal schlafen und schauen, was der nächste Tag so bringt. Ja, wie gesagt, ich bräuchte einen Mann, der für mich arbeitet. Ist natürlich aber die Frage jetzt, reicht das von der Reputation her? Oder nicht? Wir könnten auch mal nach Ostoja gehen. Ja, ich gehe einfach mal da lang. Ich habe halt keine Pfeile mehr. Warte, warte, warte. Ich muss mich aufwärmen? Stand da schon wieder gerade, dass es mir zu kalt ist? Hör auf. Ich werde verrückt. Warte, ich gehe mal kurz raus. Ja. Ist schon wieder zu kalt. Das kann doch nicht wahr sein. Krass, ich brauche tatsächlich so ein Google noch. So ein... Wie spricht man das aus? Wie Google? Wie die Suchplattform? Oder... Weiß es nicht. Auf jeden Fall so ein Teil brauche ich noch. Oder ich laufe halt die ganze Zeit mit Fackel rum. Das geht natürlich. Solange ich genug Stroh dabei habe, geht das. Kann ich mir zumindest immer eine craften. Ach, das ist hier das Dorf am Fluss, genau. Verstehe. Na, da gucken wir doch mal da, ob da jemand ist, der bei uns arbeiten möchte und der gut in Landwirtschaft ist. Oh, guck mal, die haben einen Schneemann gebaut. Ja, nice. So, ihr seid nicht viele, aber du bist zum Beispiel, hast eine 3 in Landwirtschaft, das ist gut. Drogo Ziach. Ziach. Keine Ahnung, ich nehme dich. Ah, Reputation 400 erforderlich. Okay, wir versuchen mal, hier gibt es eine Quest in der Stadt. Wir versuchen mal die Quest zu machen, vielleicht gibt die 100 Reputation. Ähnlich wie die andere, die wir da schon gemacht haben. Hier gibt es auch Stroh, also falls ich irgendwie, dann mache ich mir noch eine Fackel. Aber diese Stege sind ja geil. Ich würde gern, also kann man das bauen? Ich würde es feiern. Wie läuft dein Tag? Grüß dich, mein Freund. So. Schlecht wie immer, als wären ein Mückenschwarm und ein verrückter Mann nicht genug. Jetzt muss ich mich auch noch um jemanden kümmern, der seinen Müll am See ablädt. Das ist einfach inakzeptabel. Beruhige dich, was für ein Müll. Irgendein Idiot hat einen Korb mit einem Stück Pergament daneben dort stehen lassen. Dann denkt er... Was das hier ist? Eine Sammelstelle für Müll? Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Okay, gucken wir mal. Keine Panik. Auf der Titanic. Die Quest verfolgen wir auch gleich mal. Und 120 Meter in diese Richtung. Okay. Pack mal kurz die Fackel weg. Ich hoffe, mir ist jetzt warm genug.
dass ich auch ohne Fackel auskomme. Und da vorne ist der Korb. Ah ja. Ja, ich muss wieder. So. Den Korb kann ich leider nicht mitnehmen, aber die Notiz kann ich untersuchen. Du merkst ein unscheinbares Stück Pergament, das auf dem Bogen liegt. Lies, was darauf steht. In den seltsamen Brief steht: Bring Fisch, Rotaugen, die Kleinen, leg in Korb, höflich. 3 = 5. Der Text ist nicht nur seltsam formuliert, er ist auch geschrieben, als hätte jemand die Feder dabei im Mund gehalten. Die Buchstaben sind unordentlich gekritzelt und die Tinte ist überall verspritzt. Das kann nicht das Werk eines Erwachsenen sein, höchstwahrscheinlich war es ein Kind, ein sehr junges. Behalte den Brief und verlasse diesen Ort. Und jetzt? Finde das jüngste Kind. Okay. Gucken wir mal. Das jüngste Kind. Jetzt müssen wir erst das Dorf abgrasen und ein Kind finden. Ich habe überhaupt noch gar kein Kind gefunden. Habt ihr keine Kinder hier in dem Dorf? Oder meinen das jüngste Kind finden? Oh, hier gibt es Schafe. Okay, sehr interessant. Gibt es auch Ziegen? Ziege? Und Plantagen. Oh, die sind gut. Die sind gut organisiert, die Plantagen hier. Das muss ich mir abgucken. Was ist das? Kann ich das mitnehmen? Das Körbchen? Nee. Ich muss mir eine neue Fackel craften. Hier vorne ist ein Kind. Wie geht's dir, Kleiner? Aber sie ist auf jeden Fall nicht das Kind, was ich suche. Sie ist einfach ein bisschen zu alt. Ich finde es auch interessant, dass man bei der Quest das Kind suchen muss jetzt und nicht einfach das macht, was auf dem Zettel steht. Ja, das wäre ja auch... da müsste ich halt angeln, ne? Bin ein bisschen hungrig. Ich nehme mir mal das Trockenfleisch. Oh, ich habe mich vergiftet, weil ich schmutzig bin. Toll. Super. Oh, hier ist auch ein Kind. Nee, der ist auch nicht der, den ich suche. Können die Erwachsenen mir sagen, wer hier das jüngste Kind ist? Wo finde ich... ach so, nee. Der sagt mir nur, was ich... hier Händler und so ein Scheiß. Ist vielleicht das Kind jetzt wieder an dem Spot? Nö. Ich finde einfach dieses Kind nicht. Wo soll das sein? Also ich habe jetzt dieses Dorf mehrmals durchsucht. Ich finde es einfach nicht. Das jüngste Kind des Dorfes. Ich weiß nicht, wer es sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe 2 Kinder gefunden in diesem Dorf. Mehr Kinder gibt es hier nicht. Ach hier, guck mal. Da ist er. Oh lol, Alter, wie lange habe ich jetzt nach ihm gesucht? Hallo Kleiner, wie war dein Tag bisher? Mein Tag, er ist in Ordnung. Ich wollte im See planschen, aber ich konnte mein Handtuch nicht finden. Alter, es ist Winter. Ich benutze nie eins. Meistens ziehe ich mich nicht mehr aus. Aha, das ist aber dumm. Du wirst ja ganz nass. Nass? Ich war schon dreckig, zu warm, zu kalt, verletzt, vergiftet. Was noch? Oh, betrunken, natürlich. Aber ich war noch nie nass. Vielleicht werden nur Kinder nass. Vielleicht. Eigentlich wollte ich dich nach diesem Brief fragen. Hast du ihn geschrieben? Ah, vielen Dank, lieber Herr. Wofür? Dafür, dass du gedacht hast, dass ich lesen könnte. Die Leute sagen immer, ich kann nicht mal normal arbeiten gehen. Also ist es schön. Ich kann nicht mal normal arbeiten gehen. Als kleines Kind. Dann habe ich mich wohl geirrt. Keine Sorge, ich möchte lieber glücklich sein, als immer recht haben. Das ist sogar eine ziemlich weise Aussage. Bevor du weiter nach deinem Brieffreund suchst, könntest du mir dabei etwas helfen? Sicher, was brauchst du? Ich will lernen, wie man fliegt. Alles klar, viel Erfolg.
Das sagen alle, aber ich glaube nicht, Menschen, Entschuldigung. Ich kann nicht lesen. Ich glaube es nicht, Menschen können fliegen. Sie wissen nur nicht wie. Ich glaube aber, ich weiß es. Du musst dich nur auf den Boden werfen und dabei nicht treffen. So wie die Wolken es machen. Also, okay. Die Wolken hängen am Himmel genauso wie die Steine, wie Steine es nicht machen. Das ist nicht. Ich meine, was? Egal. Willst du nicht lieber ein Spielzeug oder so? Ja, ein Spielzeug wäre gut. In der Stadt gibt es einen Mann, der Holzfiguren verkauft. Ich will einen Bären. Bären sind die besten. Scheiße. Leute, ich habe doch letzte Folge einen Bären verkauft. Gut, ich besorge dir einen Bären. Mann. Jetzt soll ich los einen Holzbären kaufen? Habt ihr gesoffen oder was? Wie viel Kohle habe ich? Der war doch übelst teuer. Also den habe ich ja schon teuer verkauft. Das sind bestimmt 120 Münzen oder so. Naja, ich guck mal zur Stadt. Vielleicht kann ich ja einkaufen. Das mit der Kälte geht mir tierisch auf den Sack. Aber ich krieg diesen Winter jetzt irgendwie noch mit Fackeln um. Und wir gucken dann mal, wenn dann der nächste Winter ansteht, dass ich mir so ein Google-Hupf da kaufe oder so, wie das Ding heißt. Er will mich umrennen. Oh oh. Renn, junger Freund, renn. Und einen Wolf habe ich auch gehört. Wenigstens wird hier warm beim Rennen. Das Ding ist ja jetzt, wir müssen ja in der Stadt jetzt jemanden finden, der sowas verkauft. Einen Holzbären. Wir könnten bei der Händlerin schauen, bei der wir den verkauft haben, ob die den noch hat. Wisst ihr, was ich meine? Dann können wir den im Prinzip zurückkaufen. Boah, wie geil wäre das gewesen, ne? Wie geil wäre es gewesen, wenn wir den nicht verkauft hätten und den jetzt einfach aus der Tasche ziehen könnten und sagen so, hier, hey, ich hab den doch. Da hast du, du kleine Nervensäge. Oh nein, sag nicht, ihr habt schon Feierabend gemacht. Sag nicht, ihr habt schon Feierabend gemacht. Das ist schlecht jetzt. Schlecht. Du hast nicht zufällig einen... Oh, du hast einen Holzbären. Kleiner Holzbär, warte mal. Was sollten wir... Ja, genau, wir sollten einen kleinen Holzbären kaufen. Dann habe ich den bei dir gelassen, ne? 45. Easy. Okay. Jetzt zurück ins Dorf, schlafen und dann am nächsten Tag wieder dahin. Aber es hat sich ja immer noch nicht geklärt, wer diesen scheiß Brief geschrieben hat, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, dass man in Medieval Dynasty mit dem Kälteschutz über 50% kommen muss, um damit dann den Winter zu überleben. Ich glaube, das war so. Wenn das einer von euch weiß, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke, man musste über 50% kommen. Und ich bin gerade bei... 42%. Ja. Mir fehlen 8%. Vielleicht komme ich ja am heutigen Wintertag ohne Fackel aus. Wir probieren's. Erstmal nehme ich mir ein bisschen Trockenfleisch mit, weil ich habe Hunger. Nee, ich komme leider nicht ohne Fackel aus. Ich friere schon wieder. Ja, mir fehlt Stroh. Ich muss schnell zum Dorf, um Stroh zu kaufen. Um Stroh zu ernten, damit ich mir wieder eine Fackel bauen kann. Ach, nervig. Das war Fire Damage. So, jetzt müssen wir den Typen wieder finden. Den kleinen. Diesen kleinen Verbrecher. Hier war er. Hier ist er jetzt nicht mehr. Ist er jetzt in der Hütte? Ja, da schläft er. Aufwachen! Polizei, hier ein Holzbär für dich. Keine Ursache, Kleiner. Es war mir ein Vergnügen.
Oh, wegen dem Brief, was machst du jetzt damit? Ich habe keinen anderen Anhaltspunkte. Ich habe keine anderen Anhaltspunkte, also werde ich wohl einfach tun, was da steht und schauen, was passiert. Scheiße. Das ist aufregend. Ich gehe jetzt mit meinem Bären spielen, aber erst muss ich Mamas Saft austrinken, seufzt. Der ist der Schlimmste. Wieso das? Er schmeckt nicht nach richtigem Saft. Eigentlich schmeckt er fast, aber nicht ganz. Ich gar nicht wie Saft. Hä? Tu, was deine Mutter dir sagt. Ich bin sicher, es ist harmlos. Also hauptsächlich harmlos. Lege 30 Rotaugen in den Korb. Digga, wie farm ich denn jetzt Rotaugen? Nee, nicht mit einem Holzspeer. Warum habe ich jetzt einen Holzspeer hergestellt? Ich glaube, ich brauche... Das ist dumm jetzt gewesen. Ich glaube, ich brauche so einen Fischerspeer, ne? Was ist, wenn ich mir so einen Fischerspeer klaue? Oh nein, Reputation um... hat sich verändert. Scheiße. Oh, meine Reputation ist runtergegangen. Das ist dumm. Aber ich habe jetzt einen Fischerspeer. Jetzt die Frage, wo man Rotaugen findet. Was sind Rotaugen? Also Rotaugen sind, glaube ich, Fische, ne? Wie jag ich denn Fische? Habe ich noch nie gemacht in dem Spiel. Vielleicht könnten wir auch Rotaugen kaufen in dem Dorf. Macht das Sinn, die zu kaufen vielleicht? Oder hinten gibt es einen, der Fisch verkauft. Wir brauchen 30. 30 Rotaugen. Mal gucken, ob wir so viel kriegen. Zeig mir deine Ware. Rotauge. Er hat 22. Und er will viel Geld dafür. Aber wir könnten es kaufen. Ja, ich kaufe es jetzt erstmal. Ein Barsche? Boah, gib mir diese Quest auf die Eier, ey. Ich kaufe beim nächsten Mal nochmal bei ihm Rotaugen. Ich werde die jetzt erstmal verfeilen, die irgendwie. Und 100%. Ich habe auch nur 17. Achso, weil er mir wahrscheinlich nicht alles verkaufen konnte, weil ich keine Kohle hatte. Ach man, jetzt bin ich wieder ins Wasser gefallen. Ja, dümmste Quest EU West, ey, wirklich. Also ich mach die hier nicht weiter. So, Leute von mir, die haben kein Wasser mehr. Okay, dann muss ich mich drum kümmern. Ansonsten habe ich hier keine Quest in dem Dorf. Ich gehe zurück zu meinem Dorf. Nichts erreicht hier. Naja. Ich werde hier vorne noch eine Schmiede platzieren. Damit wir auch einfach neue Pfeile für die Bögen herstellen können. So. Ach ja, ich muss mich aufwärmen. Hör auf. Ist doch gut jetzt. Achso, ich muss mich auch um die Leute, um das Wasser kümmern. Ein Eimer und dann an den Brunnen. So, und den Eimer dann wieder ins Nahrungsmittellager. Rein mit dir. So, jetzt haben sie wieder Wasser. Hier die Rotaugen. Tja, was mache ich mit denen? Ja, tue ich erstmal in meine Kiste. Ab in meine Lagerkiste mit den roten Augen. Zack. Und dann gucken wir mal in der nächsten Jahreszeit, ob wir dann nochmal mit dem quatschen können im Frühjahr. Ob wir dann endlich die Quest abgeben können mit den 30 Rotaugen. Neues Level in Überleben. So, schauen wir mal in Überleben rein. Unempfindlich gegenüber... Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir haben 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Jetzt mache ich mal unempfindlich gegenüber Kälte auf Max. Und jetzt tun wir mal die Fackel weg. Vielleicht reicht das für den Winter.
Also brauchen Holzstämme für die Schmiede. Fast 100 Holzstämme. Krass. Also bis jetzt friere ich noch nicht. Bis jetzt ist noch alles okay. Könnte sein, dass ich die Kälte einfach besiegt habe jetzt. Und wir gar nicht so ein Google-Hupf-Ding brauchen. Aber vielleicht nachher für den Style. Also stylisch sieht das auf jeden Fall schon aus. Für den Style würde ich mir so ein Teil kaufen. Für den Style gebe ich 600 Münzen aus. Oh, wir haben eine Kräuterhütte freigeschaltet. Ah ja, sehr gut. War die sinnvoll? Was konnte man in der Kräuterhütte nochmal machen? Keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall noch bauen in unser Dorf? Also wir bauen auf jeden Fall jedes Gebäude. Egal wie viel Sinn es macht. Erstmal bauen wir jetzt die Schmiede fertig. So. Du hast soeben deine erste Schmiede gebaut. Für die meisten Gegenstände, die du hier herstellen, die hier hergestellt werden, werden Kupfer, Bronze oder Eisen benötigt. Bevor du eine Mine bauen kannst, musst du Erze einzeln suchen und abbauen. Oder von Händlern kaufen. Ja. Easy peasy, da vorne ist eine Höhle. So, können wir jetzt hier schon mal Steinwerkzeuge. Steinwaffen. Steinwaffen. Steinpfeile. Den müssen wir kaufen. Okay. Für 50. Aber theoretisch können wir Steinpfeile hier errichten in der Schmiede. Das ist geil. Auf jeden Fall haben wir damit jetzt wieder die Möglichkeit, mit dem Bogen zu schießen. Und mit dieser wunderschönen Schmiede, würde ich sagen, war es auch schon wieder mit dieser Folge Medieval Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst den Like nicht, das Abo und den Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.